Der Krieg gegen die Ukraine wirkt sich auch auf die künftige Energieversorgung in Deutschland aus. Die von der Bundesregierung geplante Wende hin zu erneuerbaren Energien soll jetzt noch beschleunigt werden, damit Lieferungen aus Russland möglichst bald ersetzt werden können. Das Bundeskabinett hat dazu heute ein umfassendes Gesetzespaket von Wirtschaftsminister Habeck auf den Weg gebracht. Es sieht einen schnelleren Ausbau von Ökostrom aus Sonne und Wind vor. Zu den Hintergründen hier ein Auszug von Habecks Statement. Der Krieg, das Sterben, das Morden, die Brutalität in der Ukraine hat uns noch einmal deutlich vor Augen geführt, wie Energiepolitik auch Geopolitik ist, welche Interessen, ja Sicherheitsinteressen direkt und mittelbar, aber auch unmittelbar und indirekt berührt sind durch energiepolitische Abhängigkeiten. So, dass dieses Paket, dieses sogenannte Osterpaket, auch als Antwort darauf zu lesen ist, was die sicherheitspolitischen Interessen der deutschen Politik sind, nämlich sich unabhängig machen erst von russischen fossilen Energieimporten und dann von fossilen Energieimporten insgesamt. Die Krisenbekämpfung, die unmittelbare Krisenbekämpfung, die der Tag gebietet, und der Gestaltungsanspruch, die Gestaltungsaufgabe meines Ministeriums verschränken sich also ganz unmittelbar in dem Osterpaket, das wir heute im Kabinett beschlossen haben. Im Februar hat die deutsche Industrie deutlich weniger Aufträge bekommen, vor allem aus dem Ausland. Ob das mit dem Krieg gegen die Ukraine zusammenhängt, erklärt nun Ann-Kathrin Beck aus der Frankfurter Börse. Im Februar haben deutsche Unternehmen deutlich weniger Aufträge erhalten, als Experten ursprünglich erwartet hatten. Die Bestellungen gegenüber Januar sind um 2,2% zurückgegangen. Gerechnet hatte man mit einem Minus von 0,2%. Mit dem Ukraine-Krieg hat der Rückgang allerdings noch nichts zu tun, sondern vielmehr mit den starken Vormonaten. Der Krieg wird sich wohl erst in den Daten der nächsten Monate bemerkbar machen. Entscheidender als die Nachfrage ist für die Industrieproduktion aber, ob wichtige Vorprodukte überhaupt verfügbar sind. Wenn die nämlich gar nicht geliefert oder produziert werden können, dann können die eingehenden Aufträge auch nicht abgearbeitet werden. Wegen des Krieges in der Ukraine und gleichzeitig der strikten Lockdown-Politik in China sind derzeit wichtige Lieferketten unterbrochen. Den Unternehmen, aber auch den Anlegern machen die trüben Aussichten Sorgen. Der DAX ist heute den ganzen Tag schon deutlich im Minus. Außerdem bestätigte die FED heute früh noch einmal, sie werde in diesem Jahr mehrere Zinserhöhungen durchführen, um die Inflation zu bekämpfen. Die US-Tech-Aktien, ob Apple, Microsoft oder Alphabet, sind alle heute deutlich im Minus. Höhere Zinsen bedeuten für die Tech-Unternehmen nämlich steigende Finanzierungskosten.